Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der ständig rennt, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Mein Name ist Graf Tobi und ich will euer Blut. Kleiner Witz, aber schon mal ein Hinweis darauf, worum es heute geht. Heute geht's ums Blut. Eine Frau hat ungefähr 5 Liter, ein Mann etwa 6. Da ist übrigens nur Kirschsaft drin. Ohne Blut geht in unserem Körper gar nichts. Es transportiert den Sauerstoff, den wir mit der Luft einatmen. Wie ein Lieferservice. Und es transportiert den ganzen anderen Kram, den der Körper nicht mehr braucht, wieder ab. Wie eine Müllabfuhr. Außerdem ist es unsere Polizei, die schädliche Bakterien und Viren bekämpft. Wie das Blut das alles macht, das checke ich heute. Dafür spende ich mein eigenes Blut, gucken lieber weg ein bisschen, finde raus, wieso es rot ist und was es mit den berühmtesten Blutsaugern auf sich hat, den Vampiren. Also, alle ruhig Blut bewahren, denn hier kommt der Blutcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Was sind Venen? Warum ist Blut rot? Und was sind Blutgruppen? Das check ich für euch. Los geht's beim Blutspendedienst München. Da kennen die sich bestimmt super mit dem Thema aus. Ups, krass. Blutspenden ist super wichtig. Denn wenn Menschen viel davon verlieren, zum Beispiel bei einem Unfall oder einer Operation, kann der Körper das nicht so schnell nachproduzieren. Dann brauchen die Menschen Blutkonserven. Und für so eine spende ich heute auch. Zum ersten Mal in meinem Leben. Blut spenden darf man ab 18 Jahren. Zuerst kommt Papierkram, Adresse und so. Danach ein paar Voruntersuchungen, ob mein Blut überhaupt zum Spenden geeignet ist. Und zwar samt Mini-Blutspende. Und ein Gespräch mit Ärztin Christina, die mich mit Fragen richtig löchert. Gab es irgendwelche ernsthaften Erkrankungen mal in deinem Leben? Noch nie. In den letzten 4 Wochen krank gewesen? Mit Fieber, Durchfall, nee. Irgendwas in der Richtung? Nicht gewesen. Nee. Wenn man zur Blutspende kommt, sollte man sich immer gesund fühlen. Mhm. Ja? Man sollte gut gegessen haben und auch ausreichend viel Flüssigkeit getrunken haben, also Wasser oder Tee. Wie viel? Also so ungefähr 1,5 Liter, so in den letzten paar Stunden sollte man schon getrunken haben. Okay, weiter. Die ganzen Fragen und Voruntersuchungen sind sehr wichtig, denn mein Blut soll kranken Menschen ja helfen und sie nicht noch kränker machen. Das ist Schwester Christa. Die nimmt mir gleich mein Blut ab. Oh Mann. Schau. Das ist meine, oder? Ja, das Hallo. Ist deine. Der Tobi. Ja, dann darfst du dich hinlegen. Genau. Aber geht das jetzt direkt los oder haben wir vielleicht... Ja, wenn du noch Bedenken hast, dann äußere sie jetzt. Ja, ich... Ich krieg gerade so ein bisschen Angst. Und tut das denn wenig, das Reinpieksen gleich? Ist also das eine das dicke tut nicht Nadel? Viel mehr weh als eine Blutabnahme beim Arzt zum Beispiel. Okay. Oh Gott. Ganz bequem machen, entspannen. Und wenn ich jetzt doch nochmal aufs Klo muss oder so? Das ist jetzt ein bisschen spät, nein. Dann könnte ich gehen, ne? Ja, natürlich. Was ist das jetzt für ein Ding hier? Das ist der Stauschlauch. Damit können wir das Blut im Arm stauen in den Venen. Ja, wir entnehmen ja das Blut. So Blutspende aus einer Vene. Und dann, dass da besser rauskommt, sehe ich. Genau. Venen. Und damit man die gut treffen kann mit der Nadel, macht man diese Stauvorrichtung. Aber was genau sind Venen eigentlich? Checkerfrage. Was sind Venen? Unser Blut ist ein super geniales Transportmittel, das alles transportiert, was wir zum Leben brauchen. Den Sauerstoff aus der Luft, die wir einatmen, die Nährstoffe, die im Essen sind, all das transportiert unser Blut einmal quer durch den Körper. In den Kopf, in die Arme, in die Hände, überall hin. Wie so eine Art Lieferservice. Damit dieser Lieferservice, also unser Blut, überall hinkommen kann, braucht es so eine Art Pumpe im Körper. Und das ist das Herz. Jedes Mal, wenn das Herz schlägt, wird Blut durch den Körper gepumpt. Das könnt ihr auch selbst feststellen. Greift mal an den Hals. Hier so hin. Macht mal. Merkt ihr es?
Bei jedem Klopfen pumpt das Herz Blut. Das nennt man übrigens Pulsschlag. Das Blut schwappt bei uns im Körper aber nicht einfach so hin und her, sondern es fließt immer im Kreis, durch große und kleine Rohre, unsere Adern. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das Kanalsystem von der Stadt. Es gibt riesige Rohre und von denen zweigen wieder kleinere ab. Bei uns im Körper sieht das Ganze so aus. Die Adern, in denen das Blut vom Herzen wegfließt, heißen Arterien. Die sind hier rot dargestellt. Die Adern, in denen das Blut wieder zum Herzen zurückfließt, das sind die Venen, hier blau. Und der Druck, mit dem das Blut durch unsere Adern durchgepumpt wird, das ist der Blutdruck. Übrigens, unser Herz erbringt dabei irre Leistungen. Jeden Tag werden die 5 bis 6 Liter Blut, die wir haben, 2000 Mal durch unseren Körper gepumpt. Wahnsinn, oder? Venen sind Adern im Körper, die Blut zum Herzen hin transportieren. Arterien vom Herzen weg. Gecheckt. Jetzt noch eine Frage an euch. Ketchup. Wozu brauchen wir weiße Blutkörperchen? A. Sie bekämpfen Bakterien und Viren. Oder B. Sie transportieren den Sauerstoff. Guckt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's am Schluss. So Leute, ich fürchte, jetzt geht's los. Das Spray hier säubert die Einstichstelle, damit nachher kein Dreck durch das Loch in den Körper kommt. Ja, und dann kommt diese Riesennadel hier. Ich gucke lieber weg ein bisschen. Das war's schon. Das hätte ja wirklich nicht wehgetan jetzt. Ganz easy. Also mein eigenes Blut sehe ich trotzdem nicht so richtig gern. Das ist übrigens ganz normal, denn wenn man sein eigenes Blut sieht, heißt das ja meistens, Achtung, Verletzung. Deshalb wird auch manchen dabei schlecht. Mein Beutel füllt sich inzwischen schon ganz ordentlich. Wie viel Blut nehmt ihr mir denn jetzt eigentlich ab, genau? 500 Milliliter, ein halber Liter. Den Gummiball da quetsche ich, damit mein Blut besser fließt. Nach nicht mal 5 Minuten habe ich den halben Liter gespendet. Krass, oder? Nadel ist schon draußen. Wahnsinn. Man merkt es ja kaum. Das habe ich mir echt schlimmer vorgestellt, wirklich. Ja. Und jetzt gibt es noch was zu trinken. Cola, oder was? Ja. Super, danke. Die Cola bringt nach der Blutspende den Kreislauf wieder in Schwung. Cola gibt es dazu, super. Kann ich noch eine haben? Wie das hier? Wirklich? Geht das? Klar, kriegst du doch eins, okay? Ich glaube, damit sind wir nicht gerechnet. Ah, danke. Oh, und schon da. Ja, und schon super. Ist es da. Vielen Dank. Und das da ist jetzt mein Blut, oder was? Wichtig ist, Sie bleiben jetzt noch 10 Minuten bitte liegen. Das ist ja, Ihr Blut. Ich will mich ja nicht zu sehen. Krass. Guck mal, wie viel das ist. Heftig. Das war alles gerade noch in meinem Körper, dieses ganze Ding hier. Ab wie viel Liter wird es denn gefährlich, wenn man Blut wirklich verliert, weil man verletzt ist? Wenn man jetzt vom Erwachsenen ausgeht, ne, der so 5 Liter hat, 5 bis 6 Liter, so ab 1,5 bis 2 Liter wird es dann schon kritisch. Aber wie kriege ich denn mein Blut jetzt wieder zurück? Weil ihr habt mir jetzt einen halben Liter abgenommen, aber das muss ja irgendwie wieder nachkommen, oder? Ja, das bildet der Körper jetzt nach. Von ja, selbst. Von selbst. Also in den nächsten 2 Wochen sind so alle wichtigen Bestandteile, die wir dir jetzt so entzogen haben, im Prinzip wieder nachgebildet. Mhm. Und in 8 Wochen könnte man auch wieder Blut spenden. Okay. Genau. Weiter geht's mit meiner Blutkonserve. Ich will jetzt wissen, woraus mein Blut genau besteht. Das checke ich mit Tobias vom Blutspendedienst. Im Labor hängen wir die Konserven erstmal auf die Leine. Aber warum eigentlich? Zum Trocknen ja wahrscheinlich nicht. Ich frag mal. Was passiert denn hier eigentlich gerade? Hier werden die weißen Blutkörperchen aus der Blutspende rausgefiltert. Die weißen Blutkörperchen sind die Polizei im Blut. Die sind ganz, ganz wichtig. Die sorgen dafür, dass Krankheiten bekämpft werden. Die fressen Viren und Bakterien. In der Blutspende allerdings könnten sie beim Empfänger dafür sorgen, dass sie zu Unverträglichkeit führen. Und deswegen filtern wir sie heraus. Okay, also wenn du sagst Polizei, dann sind die weißen Blutkörperchen wirklich dafür verantwortlich, dass es den Menschen gut geht. Richtig, genau. So sehen die weißen Blutkörperchen unter dem Mikroskop aus. Aber weil man da nicht so richtig versteht, was die eigentlich machen, spiele ich jetzt mal selbst eins. Die weißen Blutkörperchen-Polizisten schwimmen im Blut im ganzen Körper mit rum und können so jederzeit schnell am Einsatzort sein. Zum Beispiel, wenn wir uns in den Finger schneiden. Durch die offene Wunde können schädliche Bakterien wie die hier in den Körper gelangen.
und dann kann sich die Wunde entzünden. Deshalb rücken gleich die weißen Blutkörperchen an und machen die Schädlinge platt. Das machen die übrigens nicht nur mit schädlichen Bakterien so, sondern auch mit anderen Krankheitserregern. Zum Beispiel Viren bei einer Grippe. Und damit so eine Wunde nicht ewig blutet, kommen die Jungs zum Einsatz. Die Blutplättchen. Die Blutplättchen lagern sich rund um die Wunde an und helfen dabei, dass das Blut verklumpt und die verletzten Äderchen zugestopft werden. Es entsteht dann so eine rote Kruste. Und unter der kann die Verletzung super heilen. Tja, aber warum sind Blut und Kruste immer rot? Checkerfrage. Warum ist Blut rot? Im Blut sind noch viel mehr Bestandteile als nur die weißen Blutkörperchen. Unter anderem die roten Blutkörperchen. Mhm. Davon sind auch viel mehr im Blut, deswegen sieht man es so deutlich rot. Das heißt, es gibt rote Blutkörperchen, die geben wirklich dem Blut seine rote Farbe? Die geben dem Blut die Farbe. Kann man die noch irgendwie noch mal besser sehen als jetzt hier? Ja, wir trennen das Blut, also die roten Blutkörperchen, vom Blutplasma. Mhm. Das können wir uns drüben an der Zentrifuge gerne anschauen. Ja, cool. Los dann. Die Zentrifuge dreht sich super schnell und trennt so das Flüssige im Blut, das sogenannte Plasma, vom Festen. Nach einer halben Stunde ist das Blut fertig geschleudert. So sieht das jetzt aus, wenn es aus der Zentrifuge kommt. Genau, hier sieht man jetzt ganz deutlich, wie sich die roten Blutkörperchen unten abgelagert haben, mhm, und oben das Plasma. Und warum ist es jetzt hier so dunkel? Also es ist ja fast schwarz. Normalerweise ist Blut doch wirklich rot, hellrot. Ja, das hängt mit dem Sauerstoffgehalt im Blut zusammen. Mhm. Je mehr Sauerstoff im Blut ist, umso heller ist das Blut. Okay, also wenn ich ganz tief Luft hole und viel Sauerstoff in meinem Körper habe, habe ich helleres Blut? Richtig. Es ist jetzt ganz hell. Puh. Und jetzt ganz dunkel. Ungefähr. Und was genau ist denn die Aufgabe dann der roten Blutkörperchen, außer dass es halt im Blut die Farbe gibt? Sie transportieren den Sauerstoff im Blut. Das, mhm, ist wie so, kann man sich vorstellen, wie so ein Lieferservice. Sie liefern den Sauerstoff zu den Organen hin und transportieren den verbrauchten Sauerstoff, das Kohlendioxid, wieder ab und entfernen es aus dem Körper wie eine Müllabfuhr. Unter dem Mikroskop sehen die roten Blutkörperchen so aus. Kann man sich wieder nicht so richtig vorstellen, also spiele ich wieder eins. In der Lunge nimmt das Blutkörperchen den Sauerstoff auf, den wir mit der Luft einatmen. Hier bei uns sind das die blauen Bälle. Damit geht es dann durch die Lungenvenen ab zum Herzen, das es mit viel Druck durch die Arterien in den ganzen Körper schickt. In unserem Fall zum Beispiel zur Hand. Dort liefert das Blutkörperchen den Sauerstoff ab. Beim Verbrauch von Sauerstoff entsteht ein Abfallprodukt, das Kohlendioxid. Das sind hier die gelben Bälle. Das Kohlendioxid nimmt unser Blutkörperchen wieder mit, ein bisschen wie eine Müllabfuhr. Durch die Venen geht es zurück zum Herzen und von dort mit dem Arterienexpress wieder zur Lunge. Da gibt das Blutkörperchen das Kohlendioxid ab und wir atmen es aus. Und das Ganze beginnt von vorn. Wieder Sauerstoff aufnehmen und in den Körper transportieren. Die Reise des roten Blutkörperchens einmal quer durch unseren Körper dauert insgesamt nur eine Minute. Die roten Blutkörperchen geben dem Blut seine Farbe. Außerdem transportieren sie den Sauerstoff durch unseren Körper. Gecheckt. So, die festen Blutbestandteile hätten wir damit. Weiße Blutkörperchen, Blutplättchen und rote Blutkörperchen. Und dann gibt's noch die Soße da. Das Blutplasma. Ich finde ja... Das sieht aus wie Pipi. Ja. Wieso ist das so uringelb? Also das Plasma besteht zu 90% aus Wasser, aha, und aus wichtigen Nährstoffen, Salzen, die der Körper dringend braucht. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass die roten Blutkörperchen, die müssen im Körper ja auch irgendwo schwimmen, ja, und die schwimmen in dem Plasma mit. Okay. Wir trennen das hier auf, weil wir dem Patienten im Krankenhaus nur das verabreichen, was er braucht. Aber im Körper ist es immer gemischt, Blutplasma und rote Blutkörperchen, so wie die Konserve aussah, als du sie mir gebracht hast. Ach so, okay. Nicht jeder Patient braucht beides. Rote Blutkörperchen und Plasma. Deshalb lagert der Blutspendedienst beides getrennt. Die roten Blutkörperchen kommen in so eine Kühlkammer. Das Blutplasma wird richtig tiefgefroren. Aus den Lagern kommen Plasma und rote Blutkörperchen in die Krankenhäuser. Aber die Patienten kriegen nicht einfach irgendeine Konserve, sondern nur die mit der passenden Blutgruppe.
Und was das genau bedeutet, checke ich jetzt. Was sind Blutgruppen? Jeder Mensch hat genau eine Blutgruppe. Die hat man von Geburt an und die ändert sich nie, euer ganzes Leben nicht, wie eure Augenfarbe zum Beispiel. Von außen kann man so eine Blutgruppe nicht sehen. Aber ein Arzt im Krankenhaus kann die rausfinden. Vier verschiedene Blutgruppen gibt's, nämlich A, B, AB und 0. Ey, 0! Danke. So, und zusätzlich dazu gibt's noch andere Unterscheidungsmerkmale. Zum Beispiel Plus und Minus. Man sagt auch positiv und negativ. So, und aus den ganzen Sachen ergeben sich jetzt 8 verschiedene Blutgruppen. Nämlich A-positiv, B-positiv, AB-positiv und 0-positiv und A-negativ, B-negativ, AB-negativ und 0-negativ. Jetzt denkt ihr vielleicht, schön und gut, aber warum ist denn die Blutgruppe so wichtig? Wenn ihr mal eine Blutkonserve braucht, zum Beispiel bei einer Operation, dann könnt ihr nicht irgendein Blut kriegen, sondern ihr braucht welches, das genau die gleiche Blutgruppe hat wie euer eigenes Blut. Angenommen, ihr habt A+, dann braucht ihr auch Blut, das auch A+ ist. Wenn ihr Blut kriegen würdet mit der Blutgruppe B+, würde euer Körper denken, falsch, stopp, halt, Eindringling, und würde das frische Blut bekämpfen und ihr würdet krank werden. Deshalb ist die Blutgruppe super wichtig. Ich habe übrigens A negativ. Wisst ihr eure Blutgruppe? Jeder Mensch hat eine bestimmte Blutgruppe. Blutkonserven mit der falschen Blutgruppe können krank machen. Gecheckt. So, jetzt erstmal genug mit echtem Blut. Denn ich treffe jetzt einen, der macht Falsches. Den Martin. Er mixt in seinem Münchner Labor Kunstblut. Das braucht man für Theater, Film und Fernsehen. Weil da die Menschen ja nicht wirklich bluten sollen. Martin, hallo. Hallo Tobi, grüß dich. Was machst du da? Du, ich fülle ein Pulver in eine Kapsel. Ja, sehe ich. Aber was ist das? Also was macht man damit? Ja, die verwendest du im Theater, im Filmbereich, wenn du aus dem Mund bluten musst. Du prügelst dich, hast einen Unfall oder wie auch immer. Ja. Kriegst du eine Kapsel, blutest aus dem Mund. Ernsthaft? Ja. Mach den Deckel noch drauf, gescheit zudrücken. Ja. Und dann gebe ich dir die wieder und dann kannst du den Mund stecken, wenn du dich traust. Aber was ist denn da jetzt drin? Also ich meine, schmeckt das eklig? Nee, schmeckt süß. Ehrlich? Ja. Aber dann können wir richtig so eine Szene eigentlich nachspielen, oder? Also ich nehme so ein Ding im Mund und du tust so, als würdest du mich hauen oder sowas. Mhm. Nehme ich jetzt, Achtung. Da müssen wir gar nicht so tun, als würden wir uns streiten. Mhm. So, du Idiot. Ich? Ja, du, Mann. Oh. Hast du noch alle Zähne drin? Mann, ey, was ist denn los mit dir? Spinnst du oder was? Warte, ich geb dir was. Bitte schön. Alles in Ordnung? Mhm. Okay. Sah echt aus, oder? Voll cool, Mann. Aber warum wird gelbes Pulver dann rot? Das ist ein chemischer Prozess. Da kommt Speichel dazu. Ja. Spucke. Flüssigkeit, Spucke dazu, zu dem gelben Pulver. Und dann kommt es rot raus. Was im Mund passiert, kann man in der Spritze gut sehen. Martins Gemisch besteht aus verschiedenen Fruchtpulvern und einer Zuckerlösung. Könnte man also auch schlucken, wenn es sein muss. Mit solchen Kissen kann Martin Schutzverletzungen nachstellen. Und zwar so. Als ich mir auf die Brust gehauen habe, ist das Kissen unterm T-Shirt geplatzt. Und dadurch sieht es so aus, als ob ich verletzt wäre. Und noch ein cooler Trick. Schnittwunden. Und so haben wir es gemacht. Das Kunstblut kommt in eine Tube. An die kommt ein Schlauch. Und dann klebt Martin das Ganze auf die Rückseite des Messers, sodass man es von vorne nicht sieht. Und dann muss ich nur noch im richtigen Moment drücken. Die bekanntesten Blutsbrüder sind sicher die Jungs hier. Winnetou und Old Shatterhand. Das Verrückte ist, man glaubt, dass es Blutsbrüderschaft bei den Indianern in Amerika überhaupt nicht gegeben hat. Der Erfinder von den beiden,
der hier, Karl May war das, hat sich das mit der Blutsbrüderschaft wahrscheinlich bei den Germanen abgeguckt. Das waren Stämme, die vor vielen hundert Jahren in Europa gelebt haben. Manche Forscher glauben, dass die gegenseitig ein paar Tropfen Blut voneinander getrunken haben oder sogar ihre Schnittwunden ausgesaugt haben. Bäh. Naja, jedenfalls wollten sie damit sagen, wir sind zwar nicht verwandt, aber wir halten zusammen wie Brüder und kümmern uns unser ganzes Leben lang umeinander. Eigentlich ein ganz schöner Gedanke, wenn halt das mit dem Blut nicht wäre. So, Martin und ich rühren jetzt noch mal ein bisschen Kunstblut an. Ein Glas Blut, bitte. Ich probier mal. Oh, das schmeckt aber nach süß und süß, ja, ist es. Will man nicht machen. Nee. Aber echtes Blut würde man ja auch nicht trinken. Echtes Blut willst du auch nicht trinken. Außer Vampire. Vampire würden es machen. Aber kannst du sowas auch so für einen Film zum Beispiel, Effekte von so einem Vampir, der den Hals beißt und so? Ja. Könntest du machen? Ja. Lass es mal ausprobieren. Na dann, los geht's. Los. Vampire. Die düsteren Wesen der Nacht. Sie fürchten nur Knoblauch. Oder das Kreuz. Ihr erkennt sie daran, dass ihr sie im Spiegel nicht seht. Und ihre Opfer haben keine Chance. Gruselig, ne? War natürlich nur ein Trick. Ein echter Vampir braucht Spitzzähne, die mir Maskenbildnerin Laura mit einem Spezialkleber anklebt. Außerdem schminkt sie mir schön blasse Haut. Klar, Vampire dürfen ja nicht ins Sonnenlicht. Martin füllt sein Kunstblut in den orangenen Ballon mit Schlauch. Den Ballon muss er nur noch im richtigen Moment drücken. Ey, das war ziemlich super. Da können wir die Zähne rausnehmen. Die stören mich voll beim Sprechen. Und du siehst ganz brutal aus hier so. Ja. Aber es ist ja zum Glück kein echtes Blut. Nee, dass die alles rauswaschen. Perfekt. Ja. Vampire gab's nicht wirklich, oder? Nee. Tja, Vampire gab's nie. Untote, die das Blut von Lebenden trinken, sind reiner Aberglaube. Wir kennen Vampire heute vor allem wegen ihm hier. Graf Dracula. Der war aber auch nur eine Romanfigur. Und der Roman war so erfolgreich, dass er die Vorlage für super viele Filme wurde. Deswegen sind Vampire heute so beliebte Gruselfiguren. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ist nur Kirschsaft. Ich wollte von euch wissen, wozu brauchen wir weiße Blutkörperchen? A. Sie bekämpfen Bakterien und Viren. Oder B. Sie transportieren den Sauerstoff. Na, habt ihr die Antwort vorhin gecheckt? Die weißen Blutkörperchen sind die Polizei im Blut. Die sind ganz, ganz wichtig. Die fressen Viren und Bakterien. Also, richtig war Antwort A. Die weißen Blutkörperchen bekämpfen Bakterien und Viren. Die roten transportieren den Sauerstoff. So, zum Schluss noch eine Überraschung. Der Blutkörperchen-Dance. Das war's vom Blut. Macht's gut! Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.